Ja, hallöchen, meine lieben Freunde, bei Guild Wars 2. Ja, wieder mal ein neues Spiel hier. Ich hüpfe die ganze Zeit von Game zu Game. Und ja, jetzt sind wir halt eben in Guild Wars 2. Ja, für die Leute, also eine kurze Info, die Leute, die WoW kennen, das ist so ähnlich wie WoW, da hat man halt eben einen Charakter und das ist ein Third Person. Na, wie soll ich das erklären? Scheiße, jetzt brauche ich die CD-Verpackung. Ich kenne das jetzt irgendwie so schlecht aus dem Kopf. So, jetzt habe ich die Verpackung vor mir. Kann ich lesen? Dann. Oh, jetzt verbringe ich hier einfach nur Zeit mit Lesen, Mann. Egal. Egal. Ich bin gerade irgendwie voll unorganisiert, merkt man gerade. Naja, egal, es ist so ein. Wie soll ich das sagen, so ein Fantasy-Spiel, da spielt man eben Charakter, mit dem man halt eben sich durch die Quests und Level ballert, durch die ganzen Welten und halt eben Level aufsteigt, bessere Waffen kriegt, Ausrüstung und so weiter. Und ja, das war glaube ich die kurze Info, mehr habe ich glaube ich von meiner Seite nicht viel zu sagen. Aber wie ihr seht, da habe ich ja schon mal vier Charaktere, einmal den Echinator, ne? Den Thunder Echi, den Sergeant Eki und den Dignos Eki. Dignos halt eben deswegen, ist irgendwas Lateinisches. Weiß ich gerade nicht mehr. Aber wir haben ja glücklicherweise noch einen Slot. Ja, und da erstellen wir halt eben einen Charakter. Nur für uns. Und ich sollte die Uhrzeit im Auge behalten, weil ich das nie mache. Oh, wie ihr glaube ich merkt, bin ich wieder erkältet. So, wir sind jetzt hier bei dem. Bei der Volksauswahl, welches Volk wählen wir aus? Hier die Char. Das Volk der Char wurde im gnadenlosen Feuer des Krieges geschmiedet. Das ist alles, was sie wissen. Der Krieg macht sie aus. Was? Der Krieg macht sie aus und nur ihr Streben nach Herrschaft treibt sie an. Schwächlinge und Narren haben keinen Platz unter den Char. Nur der Sieg zählt und muss mit allen Mitteln und um jeden Preis erzeugt werden. Errungen werden. Ich kann gar nicht mehr lesen, hey. Ich kam von der Schule schon vor 2 Stunden. Dann haben wir nur den normalen Menschen. Die Menschen haben ihre Heimat, ihre Sicherheit und ihren früheren Ruhm verloren. Selbst die Götter haben sie im Stich gelassen. Und doch ist der Geist der Menschheit ungebrochen. Diese tapferen Verteidiger Kritas kämpfen mit der gesamten Macht, die in ihm steckt. Weiter. Ich weiß nicht, ob ich gut lese. So, dann haben wir einmal hier die Norn. Die sind halt eben wie die Menschen, halt eben nur. Halt eben so Riesen. Dieses Volk von. Was steht da? Hünenhaften Jägern musste einen schweren Schlag einstecken, als der Eisdrache es aus seiner Heimat in den Gletschern vertrieb. Dennoch lassen sich ihre Freunde am Leben. Hä? Ach Gott. Ich lese aber mal weiter. Dennoch lassen sie sich ihre Freunde am Leben und der Jagd durch eine verlorene Schlacht wieder. Leute, ich gib's auf. Also, hier haben wir die Char, den Mensch, den Norn, Asura, das sind halt eben solche kleinen Wesen, die sind, weiß ich, Zauberer, Hexer oder so. Und dann haben wir der Silvari, das sind halt eben solche Naturmenschen. Pflanzen, Tiere oder so. So, was nehmen wir hier für ein Volk? Ich würde sagen, wir nehmen. Mensch, das ist ja einfach zu klassisch, würde ich sagen. Char will ich extra nicht nehmen, weil einfach aus dem Grund, weil ich schon Char habe. 2 Stück. Asura habe ich eh keinen Bock, diese Scheiße aus Silvari. Also ich will mal Norn ausprobieren. Weiter. Wir ja natürlich den männlichen. So, und dann wählen wir jetzt die Klasse, einen Elementmagier.
Und mit Magier nutze Tyrios Kräfte der Natur. Sie beziehen ihre zerstörerischen Kräfte aus ihrer Verbundenheit zu den vier Elementen, aus denen die Welt besteht. Sie können Luft, Feuer, Erde oder Wasser beschwören, um ihre Feinde anzugreifen. Elementenmagier tragen leichte Rüstung. Also eher nicht so Haut auf Fuzzis. Ja, das sieht doch eigentlich ganz cool aus. Sieht eher aus wie so ein Königsgewand. Dann haben wir den ganz klassischen Krieger. Kommt, das sieht doch richtig böse aus. Krieger beherrschen die Kampfkunst bis zur Perfektion. Um zu überleben, verlassen sie sich auf ihre Geschwindigkeit, Stärke und schwere Rüstung. Sie sind vielseitige Kämpfer und profitieren von offensiven und defensiven Fertigkeiten. Krieger inspirieren ihre Verbündeten und demoralisieren ihre Feinde. Krieger tragen schwere Rüstung. Logischerweise. Dann haben wir noch den Wächter. Also ähnlich wie der Krieger, nur er ist weniger gut in der Offensive, besser aber in der Defensive. Wächter spezialisieren sich auf schützende und verteidigende Magie. Ihre Leidenschaft und Macht wird von einer tiefen Loyalität gegenüber ihren Verbündeten angetrieben. Zudem sind sie sehr geschickt im Umgang mit verschiedenen Waffen, die sie wirkungsvoll gegen ihre Feinde einzusetzen wissen. Wächter tragen schwere Rüstung. Alter, das war gerade richtig ekelhaft von mir, Entschuldigung. Dann haben wir den Ingenieur. Das ist eine Klasse, die ich sehr gern habe. Ingenieure sind Meister der Technik und Alchemie. Sie beseitigen ihre Feinde mit Gefechtstürmen, Granaten, Elixieren und allerlei anderen beeindruckenden Geräten und Gebräuen. Aha. Ingenieure tragen mittlere Rüstung. Dann haben wir den Waldläufer. Sieht ja aus wie so Tarzan. Ne? Waldläufer sind wahre Experten mit dem Bogen. Sie vertrauen auf ihr scharfes Auge, eine ruhige Hand und die Macht der Natur, um ihre Feinde zur Strecke zu bringen. Ihre treuen Tiergefährten, die sie selbst zähmen und ausbilden, lenken Feinde ab, während die Waldläufer sich aus der Entfernung zu stärken. Waldläufer tragen mittlere Rüstung. Ich hab's heute jetzt so mitlesen. Genau, den Nekromanten. Es ist halt ein Totenzauberer. Nekromanten sind Meister der dunklen Künste. Sie rufen die Toten zur Unterstützung im Kampf herbei. Kanalisieren Blutenergie und zerreißen die Seelen ihrer Freunde. Zudem entziehen Nekromanten ihren Opfern die Lebensenergie, um sich selbst zu stärken und andere zu heilen. Nekromanten tragen leichte Rüstung. Ziemlich einleuchtend. Dann haben wir den Dieb. Oh, das wäre sehr interessant. Diebe sind in der Kunst der Heimlichkeit bewandert. Sie nutzen das Überraschungsmoment und die Schatten, um näher an die Feinde zu rücken. Um sie im Kampf von Angesicht zu Angesicht tödlichen. Was? Und sind im Kampf von Angesicht zu Angesicht. Hä? Habe ich hier irgendwie was falsch gelesen? Sie nutzen das Überraschungsmoment und die Schatten, um näher an ihre Feinde zu rücken. Und sind im Kampf von Angesicht zu Angesicht tödliche Gegner. In der Regel tendieren sie dazu, Fallen aufzustellen und dahin zu gehen, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Die betreiben mit der Rüstung. Okay, dann haben wir den Mesmer. Den wissen wir. Oh, guck mal hier, Lilifee oder sowas. So. Mesmer sind Meister der Illusion. Ihre mentale Magie kann Gegner verwirren, kontrollieren oder Gefühle in ihnen wecken. Mit nur einer Handbewegung können sie ihren eigenen Illusionen verschwinden lassen und so einen noch größeren Effekt erzielen. Mesmer tragen leichte Rüstung. Okay. Gute Frage, was wir nehmen. Nekromanten, Waldläufer, Elementarmagier, Krieger, Wächter, Ingenieur, Mesmer, die USW. Ich finde ihn ganz interessant. Wo ist denn der? Den Waldläufer wegen den Tieren. Das würde ich aber gerne ausprobieren. Oder einfach den Dieb. Ja, Nekromant und
ganz anderen. Es ist so. Es ist so drin. Ja, das ist eine sehr gute Frage, was wir nehmen. Tragen mittlere Rüstung, trägt auch mittlere Rüstung, aber ich glaube, wir nehmen einfach mal den Dieb. So, kurz zu Hause geputzt. So, tut mir auch einerseits leid, dass das einfach Ewigkeiten dauert, hier Charakter zu erstellen. Aber ist leider so. So, Körpergröße. So, das war gerade mein Handy, falls ihr es gehört habt. Das schalte ich uns aus. So. Körpergröße, ganzen Riesen, ganzen Winzigen machen wir nicht. Wir machen so. Bisschen mehr. Ganz normal. So. Körperbau. Und nämlich, was haben wir hier so? Gibt es hier Beschriftung? Ist hier so muskulös. Sehr protzig. Sieht eher so, ne? Oh ja, wir nehmen so einen schönen Fettsack. Ich würde das so einen etwas dünneren nehmen. Den da, weil ein Dieb, der muss auch ein bisschen flink sein. Hautfarbe, da nehmen wir ruhig etwas dunkler. Hell 11, blass. Karamell. Karamellfarben nach Haut hört sich ein bisschen kaputt an, aber das sieht trotzdem gut aus. So, Tattoos. Was haben wir so? Ja, so ein paar gibt es hier schon. Was ist damals schon Tattoos gab? Oh, wie sieht das aus? Genau, sieht so bescheuert aus. Oh, das sieht ganz cool aus. Als Dieb so. Merken wir uns, Götter. Das hier merken. So, ist auch nicht schlecht. Tattoos gibt es hier genug. Und das ist auch nicht schlecht. Was ist denn das? Da rechts unten. Okay. Das hier was nicht. Wo sind das andere? Das was auch nicht. Hallo? Ah, passt. Da haben wir es. Obwohl das sieht ein bisschen Banane aus, nehmen wir doch lieber. Oh Mann, das. Ach, nehmen wir einfach über die Arme. Nehmen wir das da. Ende. So. Kopfoptionen. Oh, guck mal, das sieht doch voll nett aus. Oder so ein böschen Kerl. Den mal die Katze seiner Frau das Gesicht ausgekratzt hat. Und dann haben wir noch so ein. Oh, das sieht viel zu lieb aus, ey. Ich will doch schon so einen kleinen. Frechdachs. Ich glaube, das Gesicht hatten wir davor. Nehmen wir. Frisuren und Farben. Wir nehmen vielleicht irgend so ein Braun. Tiefbraun. Das ist okay. Oder wie so ein. Wie aus dem Klo gestiegen soll er nicht aussehen. Soll schon so. Ne, Tarzan-Style auch nicht. Ne, danke. Sowas, glaube ich, eher. Kommt mir hier so ganz klassisch, wie so die Helden aussehen, obwohl der Dieb ist, ne? Ich glaube, wir nehmen einfach mal die Farbe, die Haare. Ein Stimmband. Cool. Punk soll auch nicht sein. Oh ne, das sieht kacke aus. Das sieht ganz cool aus, das können wir nehmen. Das. So, Gesichtsbehaarung. Gesichtsbehaarung, da würde ich. Hen so allzu groß im Bart, ne? Klicken wir uns einfach mal schnell durch. Das sieht genial aus. Awesome. Ich wackel wie so Wackelpudding, ne? Okay, das sehen wir trotzdem nicht, das sieht cool aus. So, Gesichtsdetails, Kostase putzen.